Hallo und herzlich willkommen, Sponsoren auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Mod-Listen-Vorstellung. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und ich bin auf die Idee gekommen, oder ich wurde gefragt, eher mehr so rum ist richtig, vom Erik Privatmail, ob ich nicht einmal herzahlen kann, welche Mods, dass ich alles so verwende. Jetzt ist bei mir so, ich habe mehrere Profile. Ich habe jetzt, das ist jetzt das Hauptprofil von die Wolf-Transporte. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel hier die Skins, dann habe ich mir den Vierer-Scania geholt. Da habe ich mir zum Beispiel aus dem SCS vom SCF die Original Company Mods, Company Skins geholt. Nordica habe ich halt, weil ich hier im Tirol lebe und diese Tiroler Firma, genauso wie Gebrüder Weiß. Den habe ich halt dazu, wenn man halt immer wieder auf der Autobahn sieht. Dass dann ein bisschen realistischer der Straßenverkehr ist, sozusagen. Da habe ich mal da auch noch ein paar Mods geholt. Ich habe da ein paar gesehen vom Mr. German Trucker. Dann eben die Euronet Map habe ich drin. Hier habe ich noch mal etwas von SCS drin. Da ist zum Beispiel der alte Frosty Map Binner vom Grimes. Dann habe ich einen alten Scania habe ich gefunden auf Steam, den habe ich mir für ein anderes Projekt geholt. Hier habe ich mir etwas geholt, ein Skin. Das sind so die Mods, die wo ich habe. Genauso wie hier, so einen alten, nur mehr ein bisschen einen älteren Scania, wieder ein paar Skins. Dann eben von Harley Davidson ein Skin, dann ein Kögel, das müsste ja Auflieger sein, steht hier oben. Dann das Interieur habe ich gekriegt vom Maisy on the Road. Das müsste das sein, das hab ich, das, sein Privatmotor habe ich gekriegt. Hab mit dem Lenkrad, glaube ich, ist das zusammen gewesen mit seinen, wie heißt es nun gleich? Ja, Lightbox, so genau. Dann seine Firmenhöfe, was er so verwendet, wenn wir dort zusammen die Story gemacht hätten. Dann. Eben hier Schaulackierungen, Auflieger, das Krügelpaket, das ist das gleiche. Ich habe es da vom SCS Forum morgen, vom Schumi. Hier haben wir es dann über Steam geholt, dass es sich schön updatet. Dann eben ein Passat, dann verschiedene Skins. Den habe ich auch irgendwo hergekriegt. Der funktioniert aber bei mir nicht mehr. Deswegen ist er eben ausgeschalten. Dann die Company Australia, dass bei mir das Austrian, dass bei mir das Austrian-Logo dabei ist. Das ist einer, ohne den Mod kann ich schon gar nicht mehr spielen. Also das ist ein absolut geiler Mod, den kann ich jedem empfehlen, wenn ihr kennt, ein bisschen über die X-Aussie fahren, für Storyplay machen. Absolut geil, der Mod. Dann haben wir wieder Skins, dann haben wir das Interieur haben wir. Wie gesagt, ich muss dann mit meinen ganzen Orden ein bisschen ausmisten. Dann Harley Davidson Krone. Lackierungen. Der ist auch ganz nice. Weil dann hast du nicht aber den Ding da, das Weiße. Da vom Schmitz-Trailer. Der funktioniert nicht. Den habe ich wieder rausgeschmissen. Dann Krone-Paket, dann von Micha, von der ETL auf Achse habe ich einen privaten Skin gegeben, damit er sich die Plane fahren kann. Grüße gehen natürlich raus an dich, lieber Micha. Danke nochmal für den Skin. Dann halt da nochmal Skin und da ist jetzt der Mod, der was mir das wirklich das Spielerlebnis schlechthin gibt. Das ist der realistische Ökonomik-Mod. Ich kann das gerne mal über Steam aufmachen. Der ist absolut geil. Also es ist saumäßig schwer, weil du kriegst wirklich nicht viel Geld für die Ladungen. Aber für mich ist das ist für mich einer der wichtigsten. Den hat mir der JJ on Tour empfohlen. Grüße natürlich JJ, gehen raus an die.
dann eben, wenn ich halt beieinander probieren, dann habe ich eben da ein bisschen da wieder mal ins Kino, dann Michelin, ich bin absoluter Michelin-Fan. Dann habe ich eben da vom Schubert, habe ich eben da ein paar Planen in der Hoffnung gehabt, dass der im Straßenverkehr innen sind. Dann habe ich eben da für Österreich einen Auflieger, das waren jetzt dann die Originalauflieger von gewesen von der Avax-Serie, wie seht ihr, es ist rot, es funktioniert nicht. Dann die Mercedes habe ich, der funktioniert, aber den brauche ich jetzt hier so gesehen eigentlich wahrscheinlich nicht. Dann eben der F2000 geht eben nicht. Dann habe ich da das alte Interieur vom Wolle, da habe ich mir schon das neue geholt. Das ist nur drin Schubert, Schubert, Schubert. Der Mod ist auch gut. Der schaltet, glaube ich, X aus. Also ich muss da mal echt überlegen. Ich bin Freiwild-Fan, deswegen habe ich mir eben Freiwild geholt. Ja, sind halt so Mods, die wo sie halt dann so Interieur-Mods da. Ich bin ein ziemlicher Cut-Fan, dass ich da was habe. Dann eben für Innenausstattung wieder eine Spedition, die wo sie in Vorarlberg aus ist, Schenker. Dass ein bisschen das eben auch für den Straßenverkehr, Gärtel, DBD, dann da ein wichtiger Mod für mich, der Winterwiller-Skin. Dann eben, dass da eben Personen stehen überall, ein paar andere Garagen. Das sind so die, da auch ein wichtiger Skin für mich. Weil ich absoluter Fan von Auf Achse bin, genauso wie hier. Ist das, da braucht man dann den Mod dazu für den Schumi, dass man eben das ein bisschen schön reinkriegt ins Spiel. Als Schäse bin, da habe ich, das ist einer meiner ersten LKWs gewesen, wo sie von Fahrer gekriegt habe. Deswegen, keine Ahnung, ich habe eher mehr einen Bezug zum Alt Schäse als zum Ferkram. Wahrscheinlich eben dadurch, dass ich immer ein Modelllastwagen gehabt habe, also meine Zugmaschine, den Scania, was sie damals gehabt haben, mit dem Logo, den habe ich noch, aber leider halt den Auflieger nicht mehr. Und da halt da ein paar so reale Company-Skins. Dadurch, dass ich Norwegen-Fan bin, habe ich den dazu geholt. Ja, Bozen, Südtirol, ist nicht weit weg von mir, weil ich in Tirol lebe. Dann jetzt die alten habe ich jetzt für die Wolf-Transporte ein bisschen ausgeschalten. Er funktioniert leider auch nicht mehr. Halt dann hier jetzt der Hängerzug Skin und von Sebastian funktioniert eben da nochmal Cut. Ja, da, das ist so das Mega-Paket für die Frontscheiben. Das sind so meine Mods, die wo sie so im Allgemeinen in Verwendung habe. Das ist jetzt nur allein fürs Hauptprofil die Wolf-Transporte. Habe ich eben da, wie gesagt, ich habe da mehrere eben Skins zur Verwendung. Ich habe da eben in Planung gehabt, das ist jetzt, da bin ich zwar Level 8, aber das ist jetzt ein reines Profil, wo ich gern mit Ink fondat. Und da kann man eigentlich nur Steam-Mods rein. Also das ist alles, also die Euronet-Map habe ich halt drin, diese Steam-Mod, aber die habe ich halt drin, weil ich gerne auf der Euronet-Map fahre. Und halt, dann habe ich halt da die ganzen Skins sind da, was nur, also die ganzen Mods sind da, was nur eben bei Steam ist. Eben für die Europatransporte. Vielleicht, dass ich später mal zum Beispiel einen Nordiker dazu tue oder dort den Vierer Scania oder keine Ahnung. Je nachdem, wenn ich Leute finde, die was mit mir fahren wollen, dann können wir die Listen nämlich erweitern. Das ist das, wo ich sage, das würde ich gerne mal durchziehen. So mal einen Stream machen mit weiß nicht, drei, vier Leuten. Mal so 2, 3 Stunden eben. LKW fahren, das war eben dann die Listen, da gibt es ein eigenes Video dazu.
dann geht es halt so dahin. Das sind halt da nachher nur, das ist so mein Hauptprofil, da wo ich die geheimen Straßen mache. Da habe ich dann komplett alles. Da habe ich jetzt komplett alles aktiviert, damit dass ich eben für mich im Privat den Spielspaß habe. Das war so gewesen, was ich so an Mods habe, was ich so. Ich bin eher mal der realistische Spieler. Ich hole mir auch für die DLCs dazu. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade gesehen hat, das JBC DLC habe ich dabei. Ich hab sämtliche DLCs für Europa. Also es gibt jetzt kein Land, wo ich jetzt nicht habe. Und dann halt nachher nur halt die Trailerpakete, die ist halt dazu. Ich hoffe, das Video hat Ihnen ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde ich mich natürlich auch freuen. Es könnt mich alles fragen. Ob ich auf alles Antwort gebe, ist dahingestellt. Aber da sage ich dann eh in die Kommentare, ob ich auf diese Antwort gebe. Aber im Normalfall könnt ihr mich alles fragen. Ich sehe, 604 Mods habe ich allein bei die Wolf-Transporte am Laufen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst zwar meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB, Servus.